Wer moderiert an? Du. Warum? Weil ich das gesagt habe. Na gut, du bist der Boss. Natürlich. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Hier ist wieder die Mutter der Schwester einmal mit investigativem Journalismus bei Schlaf verübte. Hier ist die Isolierstation und ich bin irritiert während meinem Tablet und dem heute für diese Ausgabe neu eingerichteten Soundboard gerade wieder der Strom ausgeht. Hier ist die Isolierstation. Ich bin der Frankster und natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine. Wir sind ja seit einiger Zeit quasi als ja festes Duo unterwegs, meine Damen und Herren. Kioma 02. Ja. Ja, sprich ruhig. Um Himmels Willen. Dein neues Soundboard wird die Sendung noch viel besser machen, als sie ohnehin schon angelegt ist. Ja, und wir haben ja heute sozusagen eine super-duper Sondersendung. Naja, eigentlich nicht wirklich. Früher haben wir ja irgendwie immer, als Alex noch da war, der hat irgendwie jede Sendung als besondere Sendung bezeichnet. Ne? Wir oder ihr als Isolierstation Insider wisst ja ohnehin, dass jede Sendung eine besondere Sendung ist. Heute wird uns Kioma mal etwas berichten über eine Sache, die ihm wirklich, wirklich sehr am Herzen liegt, die ihn wirklich sehr interessiert und wo er auch ein klein wenig niedergeschlagen ist, zumindest meine ich das rauszuhören, dass man ihn dieses Jahr nicht pressemäßig akkreditiert hat. Nichtsdestotrotz ist er natürlich wieder bestens informiert. Die Rede ist natürlich, ihr wisst natürlich alle, wovon ich rede. Wenn ihr diese Ausgabe hört, wir nehmen sie jetzt Freitag auf, Wochenende kommt es auf jeden Fall raus, dann ist es längst angelaufen. Das Sommer-Dschungelcamp 2015. Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein. Wie gesagt, dazu in Kürze hier mehr von unserem Dschungelcamp-Experten Kioma 02. Aber erzähl doch mal, was war denn sonst noch los die Woche? Allein für diese ganze Dschungelcamp-Nummer würde ich dir jetzt ganz gepflegt ein paar aufs Fressbrett knallen, wenn wir im gleichen Raum wären, Frank. Ja, da kann ich ja glücklich sein, dass uns doch mal so hier, keine Ahnung, wie viele Kilometer sind das? Ich bin so schlecht in Schätzen. 400, 500, 600, 700, ja. 800, 900. Könntest du hinkommen. Ein allerdings, Terabyte. Ich hab heute Abend auf alle Fälle noch Zeit. Ich kann doch vorbeikommen. Kein Ding. Ja, bin gespannt. Dann komm mal her, ne? Komm mal her, du. Ja, kann ich. Ja, was war die Woche sonst noch so los? Eigentlich nichts. Gar nichts. Und gar nichts. Bist war du auch nicht mal so spontan vielleicht, keine Ahnung, in den Puff oder ins Kino gegangen? In den Puff bin ich gegangen. Oh, und wie war's? Eigentlich war das total langweilig, wenn ich ehrlich sein darf, aber die haben ja momentan Rabattwochen. Okay. Und sprich, wenn du halt, das ist halt quasi so, wenn du halt auf so einem Stempel, also auf so einer Stempelkarte, 6 Stempel voll hast, bekommst du einen Handjob gratis plus einen Kaffee. Okay. Und du hast das natürlich alles nur wegen dem Kaffee gemacht, ne? Natürlich. Du alter Junkie, du. Ja, aber ist das Tragische ist halt natürlich gewesen, so ein Kaffee hält jetzt auch nicht lange vor. Und dann saß ich da und dachte mir, Herr Mensch, jetzt ist der Abend ja doch schon ganz schön angebrochen. Mach ich jetzt. Und dann habe ich halt eine Freundin angerufen, wir sind ins Kino gegangen. Mhm. Und wo wart ihr jetzt zufällig im neuen Minions-Film? Den haben wir tatsächlich auch gesehen vor ein paar Wochen. nee. In diesem Falle waren wir in Kartoffelsalat. Oh. Nicht fragen. Nicht fragen. Ja, zerstört so ein bisschen den Aufbau, den ich ursprünglich geplant hatte. Aber wir wären ja nicht hier in der Isolierstation, wenn ich nicht trotzdem, auch schon, wenn ich im Voraus weiß, dass der Gag jetzt nicht mehr zündet, den Gag trotzdem bringen würde. Okay. Ist das noch die richtige Zeitform? Ich glaube schon. Ja, Kioma, wie isst du denn am liebsten deinen Kartoffelsalat? Mit Ei und Mayo oder mit Essig und Öl? Oder darfst du auch mal ein bisschen experimenteller sein, so vielleicht mit Peps, Artischocken oder Champignons? Das war jetzt eine Herleitung zu einem Gag. Das nee, war ja eigentlich, ja, nee, der ist, glaube ich, schon verrottet, während ich ihn auf. Okay. Da war ja meine Puffgeschichte Gold gegen Frank. Ich wollte auch noch fragen, ob du es jetzt eher so als Beilage ansiehst, so beispielsweise beim Grillen und dann dazu noch Knoblauchbrot isst oder. Lass es doch bitte einfach, ja? Komm. Ja, ist vielleicht nicht mein Thema. Mach,
mach dich nicht würdelos, als es ohnehin schon ist, ja? Ja. Wenn du wüsstest, wie oft ich das schon gehört habe. Nee, mal ehrlich, wie war's? Ich sag mal so, meine Erwartungen sind voll und ganz erfüllt worden. Ich hatte ja gar keine. Für die ein oder zwei Zuhörer, die vielleicht jedes Mal neu dazustoßen könnten, de facto tun sie das sogar, wenn ich mir hier unsere Statistiken anschaue. Wer oder was ist Kartoffelsalat und wieso hast du den Film angeschaut? Hey, das klingt wie Jeanette. Ja. Wie war das immer? Wie heißt du? Was meinst du? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Gott hab sie selig. Ja, jedenfalls die zweite Frage, warum ich mir den angeguckt habe, das kann ich jetzt nicht so ganz beantworten. Sekunde bitte kurz. Wie du merkst, hat auch meine Gesundheit sehr stark angegriffen, dass ich das Ding geguckt habe. Aber was das ist, das ist so der große Schritt von YouTube ins Kino. Man kann quasi sagen, während der diverse YouTuber ihre Fühle ja immer schon mal in Richtung Fernsehen ausgestreckt haben. Was bislang noch fehlte, war halt so ein Schritt auf die große Leinwand und das ist jetzt Kartoffelsalat. Mhm. Kartoffelsalat ist nominell der YouTube-Film. Wenn man sich halt auch den Trailer und die Plakate und hast du nicht gesehen, alles anguckt, stellst du fest, so ziemlich jeder, der bei YouTube Rang und Namen hat, ist da dabei. Und demzufolge hätte man zumindest jetzt halt so sagen können, naja, man könnte ja vielleicht das könnte ja vielleicht sogar durchaus, ja, vielleicht ja was werden, weil ich meine, wie gesagt, das ist YouTube der Film, um es einfach mal so runterzubrechen. Wann, wenn nicht dort, wäre jetzt die Gelegenheit für all die professionellen YouTuber mal zu zeigen, wir sind nicht einfach nur irgendwelche Dödel, die in 5 Minuten hier irgendwelche Flachwitze machen oder sagen, hier, nimm diesen Mascara, sondern mal so richtig zeigen, nein, das hier, was wir machen, das hat quasi Fleisch auf den Knochen. Und was soll ich sagen? Nee. Hat jetzt einfach so nicht geklappt. Die Handlung. Das Tolle ist, die Handlung kann man sehr schnell zusammenfassen. Mhm. Leo, gespielt von Torge, also Fresh Torge. Das war, ja, witzig. Leo, gespielt von Fresh Torge, wird ein neues. Leo, gespielt von Fresh Torge, wird versetzt an eine neue Schule. Ist dort der Außenseiter, wird gehänselt, aber dann irgendwann bricht ein Zombie-Virus los und der muss sich dort als Held beweisen. Ja, genauso war auch meine innere Einstellung, als ich den Film dann letztlich vollendet hatte. Ich versuch's mal so kurz wie möglich zu machen. Fangen wir mit dem Obligatorischen an. Die Gags des Films, okay? Mhm. Gab es denn welche? Es gab welche, Frank. Und das Tolle an der Sache ist, du kennst sie auch alle. Okay. Und weißt du auch warum? Warum? Diese Gags, die waren im Grunde genommen schon alt, als du oder ich in dem Alter gekommen sind, wo man so witzige Filme geguckt hat. Also, wenn du jetzt einen Vergleich ziehen würdest wollen, wie der Humor von dem Film ist, dir sagt der Begriff ZAZ-Film etwas, oder? Nein. Okay, das sind im Das ist die Abkürzung für die beiden, also für Zucker, Abrams Zucker. Ah, okay, ich sagte ziemlich asoziale. Zack, genau. Nee, Zack. Aber das sind halt die Jungs, die seinerzeit so Filme gemacht haben wie die unglaublichen Reisen im verrückten Flugzeug, / Raumschiff, Top Secret und halt natürlich vor allen Dingen bekannt geworden durch die nackte Kanone. Mhm. Und wenn du diesen, also hast du die Filme gesehen, also vor allen Dingen. Jetzt noch nicht mal die nackte Kanone unbedingt, sondern die Flugzeug, Raumschiff und Top Secret. Wer hat die nicht gesehen, Kioma? Okay, und dann hast du ungefähr so ein bisschen das, was der Film definitiv versucht anzustreben. Sprich vor allen Dingen so ein bisschen so das, was man Anfang der 80er noch als so irgendwie anarchistischer College-Humor in amerikanischen Filmen so ansehen konnte. Was damals noch richtig frisch gewesen ist und sogar heute noch vielleicht zum Lachen animiert, weil es relativ gut inszeniert ist. Mhm. All das wird hier komplett verbockt und nicht nur das, an einigen Stellen werden auch Gags ganz einfach dreist geklaut. Also ich und meine Begleitung, wir haben uns angesehen und sie sagte dann sofort, ey, das ist aus Top Secret. Ja? Stimmt. Hey, gleicher Humor. Und dann halt irgendwie, wenn man dann denkt, ja, das war ja geklaut, hauen sie danach gleich nochmal einen Gag, der geklaut ist aus die unglaubliche Reise in ein verrücktes Flugzeug und bringt ihn auch noch hinein.
Aber lassen wir das Ganze mal irgendwie so ein bisschen als Hommage sehen. Was diese Filme auch noch jetzt ausgezeichnet hat, ist halt so gewesen, im Vordergrund wird irgendwelcher Blödsinn gemacht, aber im Hintergrund, keine Ahnung. Hinten fällt einer, im Hintergrund sind irgendwie ganz, ganz viele merkwürdige Gags, sowas in der Richtung, ja? Versuchen sie ja auch. Wird auch komplett verbaselt, weil es funktioniert eigentlich nichts bei diesem Film. Gar nichts. Sip, nada. Und mal ganz zu schweigen von den vordergründigen Gags. Also ich sage jetzt hier nicht sonderlich viel Neues, was ich auch schon in anderen Kritiken mehr oder minder gesagt worden ist. Aber es gibt ja diese Stelle relativ am Anfang, wo halt die Mutter von Fresh Thor gesagt, das ist doch alles Käse. Und dann holt sie eine Scheibe Käse heraus und legt sie auf den Tisch. Frank und weil dieser Gag, also diese Art von Gag, so derart großartig ist, haben sich die Macher gedacht, na, den bringen wir nicht nur einmal, den bringen wir nicht nur zweimal, ach, auch nicht dreimal, den bringen wir ungezählte Male. Diese Art von Gag, ja, den bringen die in den Film echt so oft, dass du irgendwann denkst, Alter, was soll das? Dann sagt halt irgendeiner, ey, mal mal nicht den Teufel an die Wand. Schnitt zu diesem, weißt du, Typ Philipp Laude von Waititi? Philipp Laude, ja. Unser Lieblings-Waititter, gleich nach Ogü und TC. Genau. Der dann irgendwie einen Teufel an die Wand malt. Oder halt irgendjemand sagt, ey, halt doch mal den Schnabel. Schnitt zu einer Person, die bei einem ausgestopften Vogel den Schnabel hält. Und das halt echt ungezählte Male. Wo du dann, nee, an irgendeinem Punkt würde selbst dieser Trommler mal sagen, ja, ist gut jetzt, ja? Das passt hinten und vorne nicht. Und auch alle anderen Gags sind halt von der Herleitung hier auch totaler Blödsinn. Ganz am Anfang kommt halt eine Stelle, Torg ist halt am Anfang, seine Figur ist am Anfang auf so einer Eliteschule. Da wird halt aufgrund mangelnder Leistung wird halt versetzt, auch halt diese Billigschule. Und dann irgendwann sagt der Direktor halt über Lautsprecher, ja, der Leo ist jetzt von der Schule weg. Und dann auf einmal kommen lauter Leute, dann wird auf einmal an der Schule gefeiert. Es kommen lauter Cheerleader raus, ein Feuerwerk ist, und du denkst jetzt so irgendwie, ja, aber warum denn jetzt? Es ist wieder etabliert worden, dass der so unbeliebt in der Schule ist, wieso feiern die denn jetzt alle? Der Gag ergibt keinen Sinn. Er ergibt einfach gar keinen Sinn, und so eine Gags hast du dort ständig. Naja, also wie du schon gesagt hast, wie bei den alten Die nackte Kanone, Top Secret etc. Film, die zeichnet ja vor allen Dingen eins aus, sie waren damals, zumindest wenn man sie als Kinder gesehen hat, lustig. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die heutigen Kinder abgestumpfter sind als wir damals, ich schätze mal schon, finden die das noch lustig, aber generell, wenn man diese Filme heute als Erwachsener wieder schaut, dann schmunzelt man vielleicht ein wenig, aber lustig ist was anderes. Ja, und allerdings, diesen Film muss man zumindest eine Sache noch zugute halten. Sie versuchten trotz allem, so einfach sie gestrickt waren, eine Geschichte zu erzählen, eine wirkliche Geschichte. Du hattest halt Charaktere, die wurden halt, keine Ahnung, in ein Katastrophenfilm-Szenario hineingepackt, in eine Agentengeschichte oder halt im Falle von Die nackte Kanone halt in eine Polizeistory. Die hatten halt einen klassischen Spannungsbogen. Der war natürlich halt für die Katz, weil halt alles auf Gags ausgelegt gewesen war, aber er war da. Das kommt jetzt halt zur nächsten Sache. Die Handlung von Kartoffelsalat ist scheiße. Sie ist richtig scheiße erzählt. Du hattest auch Charaktere in diesem ganzen ZZ-Film. Frank Drebin. Kennt man. Er ist zwar mehr oder minder eine Witzfigur, aber man könnte sagen, ja, aber er ist ein Charakter, das ist so quasi der Klischee harte Bulle. Was du jetzt halt irgendwie in Kartoffelsalat hast, sind Charaktere, die dir scheißegal sind. Sie werden weder irgendwie etabliert, dass du mit ihnen mitleidest, mit ihnen mitlachst, mit ihnen mitfieberst, irgendwas. Sie sind halt einfach irgendwie da, weil irgendeiner muss ja jetzt da sein. Du könntest ja genauso gut auch eine Wand filmen. Aber es geht halt nicht, sondern da müssen halt Leute durch die Gegend laufen, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ist halt in diesem Fall der Fresh Torge und seine Spießgesellen. Könnte aber genauso gut halt der Reinigungsfuzzi gewesen sein, der am Set herumgelaufen sind. Hätte keinen großen Unterschied gemacht. Im Kern, du hast halt Figuren, die nicht funktionieren, weil sie halt auch für nichts geschrieben sind. Und das ist halt das Problem mit der Sache, wenn du halt rundherum nirgendwo eine einzige Identifikationsfigur hast, dann musst du entweder irgendwie ein Genie sein, wie keine Ahnung, wie Lars von Trier von mir aus oder David Lynch oder irgendwelche andere Regisseure, die mit sowas hantieren können, oder du hast ein Problem. Nun gehören die Damen und Herren von Kartoffelsalat zu zweiter Sache,
zur zweiteren Gruppe und haben demzufolge ein Problem. Kein Interesse für die Figuren, kein Interesse für die Situationen, die sie hineingeworfen werden, die übrigens auch zu keiner Sekunde irgendwie eine Bedrohung ausstrahlt oder Spannung oder irgendwas. Und du hast halt einen Film, der halt einfach da ist. Du hättest auch Farbe gegen die Wand werfen können, hätte genau den gleichen Effekt. Halt irgendwie, ja, ist halt Farbe an der Wand. Die läuft halt jetzt so oder so runter, aber ist ja eigentlich trotzdem egal, ist ja halt einfach nur langweilige Farbe, die jetzt halt an der Wand ist. Mhm. Und um jetzt noch weiter, um noch auf die Handlung einzugehen, wir haben halt im Grunde genommen ganz simpel zwei Filmgattungen, die zusammengefügt werden. Einmal so eine Art Coming-of-Age-Film, wenn du so willst, also oder mehr oder minder irgend so ein Loser muss versuchen, sich zu behaupten, um daran zu wachsen, und halt ein Zombie-Film. Es gab in den vergangenen 10 Jahren zwei Filme, die das schon gemacht haben. Das eine ist Shaun of the Dead und das andere ist halt Zombieland gewesen. Und das sind halt beide ziemlich gute Genre-Parodien aus einem einzigen Grund. Sie nehmen halt ihr Genre wirklich auch ernst. Sprich, die Zombies werden nicht als lächerlich dargestellt. Die Zombies sind in diesen Filmen eine Bedrohung. Du weißt, wenn die irgendwie erwischen, dann ist der am Arsch. Mhm. Und das hast du hier nicht. Das hast du bei Kartoffelsalat einfach nicht. Die Zombies sind halt nicht bedrohlich. Was allerdings auch daran liegt, dass der Film reingefühlt auch nur in 3 oder 4 Räumen spielt und sowieso von der Technik her so inszeniert ist, dass ich echt frage, sag mal, wer hat das eigentlich gedreht? Wer ist das? Was soll der Quatsch? Dass der Film technisch völlig inkompetent inszeniert worden ist, ist ja schon bei diversen Leuten schon klar gemacht worden. Und dann kommen wir noch zu der Sache, dass der Film schlicht und ergreifend Etikettenschwindel ist. Weil die meisten YouTuber, die sind, wenn es hochkommt, 10 Sekunden drin und sagen einen Satz und kommt danach nie wieder. Okay, also um jetzt der ganzen Story mal nicht vorwegzufassen, ist Torge jetzt der neue Otto oder ist er nicht der neue Otto? Wenn der neue Otto der alte Otto ist, dann ja. Stimmt, ich habe ja noch gar nicht angefangen, von Otto zu reden. Das ist auch so ein Ding. Otto taucht eigentlich überhaupt so ziemlich nie im Zusammenspiel mit den anderen YouTubern auf. Nie. Der hat eine komplett eigene Nebenhandlung als, sag schon, als so ein Telefonmensch, der für die Notrufleitung von der Polizei zuständig ist. Mhm. Und taucht halt niemals mit Fresh Torge und Co. in ein Bild. Aber es gibt eine Szene, da tritt er als Harry Hirsch auf. Harry Hirsch, du erinnerst dich an Harry Hirsch? Ja, ja, natürlich, ja. Der Rasenreporter. Ja, immer noch genauso witzig wie am ersten Tag. Gar nicht. Da spricht er zwar mit Torge, aber die beiden sind nie in einem Bild zusammen, sondern immer nur irgendwie im Schnitt, Gegenschnitt, wenn du verstehst. Ja, aber das muss man irgendwie auch verstehen. Ich meine, wenn ich Otto Walkes wäre, hätte ich wahrscheinlich auch mein Geld reingesteckt, wenn ich genug davon habe. Und seine Produktionsfirma hat das Ganze ja auf die Beine gestellt. Aber richtig Lust, mich mit den ganzen Kackpratzen, die noch schlechteren Humor als ich haben, mich dann auch noch abzugeben, hätte ich auch nicht. Aber weißt du, neben wem, weißt du, wer die Ehre gehabt hat, mit ihm vor der Kamera zu stehen? Mr. Trashback. Mr. Trashback. Ja, dazu auch gleich mal Butter bei der Fische, Key Oma. Auch wenn sein Auftritt im Film wohl minimal gewesen sein soll, ist Philipp Beetz, ist Mr. Trashback der neue deutsche Al Pacino? Nee. Leider nicht. Ich muss diese Hoffnung ganz klar gleich mal zerschlagen. Das funktioniert nicht. Also wenn du sagst, dass Torge der neue Otto ist, ist die PR-Tussi, die sich auch schon über Twitter mit dir angelegt hat und so ziemlich jeden zusammenkackt, der unter dem Hashtag Kartoffelsalat was Negatives schreibt. Also die, was heißt PR-Tussi? Es ist ja wohl die, keine Ahnung, Humor, Witz, Gesellen, Schreiberin von Otto Walkes. Ja. Ist sie dann jetzt quasi der neue Robert Gernhardt? Ich wollte auch gleich Robert Gernhardt ist gerade dabei, sich im Grab umzudrehen. Das ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Sie ist ja, wie du gerade sagst, die nominelle Erbin von Robert Gernhardt, ja? Ja, ja, de facto, ne? Ja. Also, hat er nicht damals irgendwas geschrieben namens die K-Gedichte, wenn ich recht erinnere, wo seine Krebserkrankung bearbeitet hat? Ich weiß es gar nicht. Also, wenn, dann wären jetzt die J-Gedichte, weil die Dame fängt mit J an dran, um das zu verarbeiten. Ganz ehrlich, ganz furchtbar. Und es gäbe so viel noch, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Unter anderem, dass die Macher von Kartoffelsalat Breaking Bad Fans sind, wird ganz offensichtlich, weil es kommen sau viele Breaking Bad Anspielungen. Du fragst, warum jetzt eigentlich? Hier,
Scaramanga oder der Typ ist, dieser Typ im Rollstuhl. Mhm. Der kommt auch drin vor als im Herr Salamander. Und der ist damit drin und fragt, was soll der Scheiß eigentlich? Dann hier im Dr. Allwissend. Mhm. Der läuft halt herum wie Walter White. Und dein dann Bruder, hat eine, der Boyer. Ja, er hat eine ganz andere Stimme. Und meine Freundin und ich, wir uns angucken und gefragt, was ist denn das für eine Stimme? Warum wird denn synchronisiert? Muss mich auf Twitter wer aufklären. Das ist die deutsche Stimme von Bryan Cranston in Breaking Bad. In einer Szene liegt eine Pizza auf dem Dach vom Haus von Torge. Wie halt bei Breaking Bad. Und wie hieß nochmal diese Hähnchenfirma? Las Polos Hermanos, ja, weißt du, was ich meine? Loco, irgendwie ja, sowas, ne? Das wird auch, ist irgendwann zwischendurch immer an die Wand geklatscht und so ein Kram. Und du fragst dich die ganze Zeit, was soll das eigentlich? Es ergibt keinen Sinn, dass der Kram dabei ist. Es ergibt einfach keinen Sinn. Naja, popkulturelle Anspielungen, die Zielgruppe... Nein, ich glaube, die Zielgruppe ist zu jung und zu dumm, um das zu verstehen. Also ja. Dann popkulturelle Anspielungen für die Leute, die ins Kino geschleppt wurden, um, keine Ahnung, aus irgendwelchen Wette verloren oder, keine Ahnung, so wie du in der ersten Woche Frau beeindrucken wollen mit Filmwissen oder sowas. Und dann am Ende kommt ein Twist, ja? Ich will ihn jetzt nicht spoilern, ja? Okay. Aber am Ende kommt ein Twist, der selbst im Kontext von diesem ganzen Film, den du davor gesehen hast, einfach doof ist. Also es war alles nur ein Traum. An dieser Stelle mal kurz angemerkt, ich bitte die etwas schlechtere Tonqualität heute zu entschuldigen. Ist Skype, eine Skype-Aufnahme am Freitagabend weiterhin auch mit besserem Internet nicht unbedingt das A und O. Das aber auch nur als Alibi-Ausrede, weil wir ja alle wissen, dass Keoma im Hintergrund wieder schwulen Pornos zieht. Schwulen? Du wirst nicht glauben, du hast eine unglaublich großartige Überleitung noch gebracht. Wir sind noch gar nicht fertig mit dem Thema. Denn eine Sache, die den Film auch noch auszeichnet, ist, er ist schwulfeindlich. An zwei ziemlich prominenten Stellen an diesem Film wird Homosexualität so richtig klischee-mäßig als im tuntig lustig dargestellt. Und also du möchtest dich jetzt hier ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Zitat Keoma 02, Kartoffelsalat ist ein schwulenfeindlicher Film. Es gibt echt zwei Stellen. Ich sag's jetzt auch einfach mal ganz kurz, jetzt ganz kurz Spoiler-Alarm. Ich denke mal, die Leute, die hier sind, die werden den Film eh nur irgendwann mal gucken, weil sie dann sagen wollen, Gott, war der scheiße. Punkt 1. Entschuldigung, danke. Hab zu spät reagiert. Spoiler-Alarm. Punkt 1. Du warst an einer Stelle einen Polizisten, der tuckig geschminkt ist und halt so ganz klischee-mäßig, ach meine Güte, ist das? Ja. Du kennst auch dieses... So wie du immer sprichst. Dieses Klischee-Tuckengequatsche. Und dann an einer Stelle, Simon Desue spielt nämlich in diesem Film den Obermacho, wenn du so willst. So, wenn du so willst, den Antagonisten zu Torge. Und dann am Ende kommt raus, dass Simon Desues Charakter im Grunde genommen nämlich homosexuell ist und Torge anhimmelt. Nein. Genau. Und das wird als Gag eingesetzt, so komplett mit irgendwie Küsschen zu werfen, so damit ihr denkt, der Simon Desue, der ist schwul. Na gut, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie waren denn eigentlich Bibi, Melina und insbesondere Dagmara, das Bienchen? Haben wir es wenigstens hier mit einer neuen Katja Riemann, Ulrike Volkers oder wenigstens einer Marianne Rosenberg in Dünn zu tun? Das ist tatsächlich, und ich traue mich ja kaum fast, das jetzt zu sagen, ja? Entschuldigung, bin abgerutscht. Ich traue mich fast nicht, das jetzt zu sagen. Mhm. Halt gemessen an dem, was in dem Film geboten wird, ja? Und in seiner kompletten Scheißigkeit kann man zumindest sagen, dass die YouTuber, die da eine wirklich prominente Rolle haben, sich halt gemessen an dem, was du von ihnen erwarten kannst, zumindest nicht blamieren. Das ist jetzt kein großes Schauspiel. Du wirst nicht da rausgehen und sagen, wie du vorhin gemeint hast, aha, da haben wir die Geburt eines neuen El Pacinos gesehen. Aber die ziehen sich halt gemessen an dem, was du erwarten kannst, noch relativ achtbar aus der Affäre. Du merkst zumindest an, dass sie Bock gehabt haben auf den Kram. So zumindest halbwegs. Okay. Aber halt, sonst stimmt halt nichts. Und am Ende stellte sich halt echt die Frage, als jemand dieses Drehbuch geschrieben hat, okay, würde ich jetzt ein Drehbuch schreiben, hätte ich auch sau viele Ideen und würde es komplett ungefiltert runterschreiben und mir halt denken, oh, ist alles lustig. Aber danach liest es doch irgendjemand, denke ich. Bevor mir jemand Geld gibt für ein Drehbuch, da muss es doch irgendeiner lesen.
Und wenn er das dann liest, dann müsste doch irgendwann auffallen, du, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich, Gagdichte ist schön, aber funktioniert einfach nicht. Aber gut, gehen wir davon aus, dieser Mensch war gerade betrunken und das Ganze landet dann auf dem Tisch von irgendeiner Produktionsfirma. Sie lesen das doch auch. Also Ottos Produktionsfirma, irgendwer muss es doch gelesen haben, ne? Da muss doch dann irgendeiner sagen, du, überarbeite mal nochmal, ja. Da könnte ein Film drin stecken, vielleicht auch ein lustiger, aber nochmal überarbeiten. Ja. Gehen wir davon aus allerdings, der Typ hat gerade gekokst, ja. Spätestens beim Dreh. Warum bezeichnest du die Frau Kallenbrunn denn eigentlich die ganze Zeit als Typ? Spätestens beim Dreh muss irgendeiner sagen, nee, sorry, das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Beim Schnitt spätestens muss doch irgendeiner sagen, ei, das Ding jetzt hier zu retten, vielleicht soll man das Ding lieber nicht rausbringen, vielleicht können wir es ja ans Fernsehen verkaufen, das könnte ja vielleicht klappen. Eine Mille kriegen wir doch für den Kram garantiert nochmal rein, haben zumindest keinen Verlust. Dass an keiner Stelle der Produktion irgendeiner gesagt hat, das ist scheiße. Ja, und warum hat das keiner gesagt? Weil der oder diejenige im Unrecht gewesen wäre. Okay, Oma, wenn ich da jetzt auf das Fachmagazin Broadmark, das multimediale Webvideo-Fachmagazin, ich würde schon fast sagen, der Spiegel unter den Webvideo-Berichterstattern, Broadmark schaue, da war jetzt am 28. Juli die Meldung, Kartoffelsalat lockt 119.000 Zuschauer in die Kinos. Ich habe auf wesentlich unseriöseren Seiten wie beispielsweise Spiegel, Fokus und Stern gelesen, dass Kartoffelsalat auf Platz 5 der deutschen Kinocharts eingestiegen ist. Also es wird als riesiger Erfolg für einen Low-Budget-Film gefeiert. Wenn du jetzt sagst, das hat doch alles keinen Sinn, das kann so nicht funktionieren, dem stehen doch diese erfolgreichen Statistiken entgegen. Was für erfolgreiche Statistiken. Wir reden hier von Leuten, wo alleine Leute wie Bibi und Dagi Bi und wie sie alle heißen, so an der Millionengrenze von den Abonnenten kratzen, beziehungsweise zuweilen ja sogar schon überschritten haben, wenn ich mich recht entsinne. Ja. So, und wenn dann in der... So ähnlich wie dein YouTube-Account. Ja, genau. Entschuldigung. Und wenn dann in der ersten Woche grob hochgerechnet 120.000 drinne sind und das Ding auf Platz 5 einsteigt, dann wird er natürlich sein Geld einspielen, weil er ist ja recht billig produziert worden und wird am Ende garantiert auch sogar einen dicken Gewinn einwerfen. Aber so rein von dem, was sie da wohl vermutlich anlocken wollten, ist das peinlich. Es ist peinlich. In unserer Vorstellung, da saßen mit uns beiden zusammen, wenn es hochkommt, lass mich lügen, noch 6-7 andere Leute. Zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag warst du? Das war Mittwochabend, 20 Uhr, demzufolge nicht unbedingt die Hauptkinozeit. Aber ja, Mitte der Woche, Abendvorstellung, ne? Andere Filme waren vielleicht voll. Tja, und demzufolge, das Ding wäre unter normalen Umständen, würde das als Flop abgetan werden. Nix für ungut. Das ist ganz einfach so. Das können die noch so schön reden. Das Ding ist eine Enttäuschung. Mir kann keiner sagen, dass die sich echt gedacht haben, ja, dann auf Platz 5 einsteigen, also das ist schon toll. Nee, ist es nicht. Sogar die Minions sind in der wievielten Woche noch vor dem, wenn ich mich recht entsinne, und das ist, ja. Ja, gut, aber das musst du mal so sehen, die Minions, ja, die hatten ja auch wochenlang Promotion durch die Gangtour. Ja, stimmt. Das hast du völlig recht. Habe ich nicht bedacht. Entschuldigung, ich bin in diesem ganzen Filmnick einfach nicht drin. Gut, dass ich dich habe, Frank. Kartoffelsalat zugehörig fand ich noch sehr interessant. Letzten Samstag, also jetzt quasi Samstag vor einer Woche, hat Mr. Trashpack bei Twitter noch geschrieben, ich schaue heute mit meiner Mutter Kartoffelsalat. Salat, das ist der Nachfolger. Nee, das ist die türkische Version. Kartoffelsalat. Ich schaue heute mit meiner Mutter Kartoffelsalat, bin extrem gespannt, was sie sagt. Gehen einige Bremer unter euch auch ins Kino, bla 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 bla. Da dachte ich mir auch, was für eine prekäre, was für eine böse Lage, in die man seine eigene Mutter bringt. Ja. Wenn man sie in diesen Film schleppt, und wir wissen ja, wie Eltern sind, ne? Also zumindest die jetzt sich normal verhalten oder die Gefühle nicht verletzen wollen. Wenn man sie danach so fragend anschaut, stell dir vor, du bist Mr. Trashback, du warst mit deiner Mutter im Kino, ihr geht dann wieder raus, du schaust sie an, so hoffnungsvoll, und fragst, na, Mama, wie fandst du's? Also, das stelle ich mir schon sehr, sehr unangenehm vor. Ziemlich, ja. Ah,
Ja, um mal das, was du bisher erzählt hast oder das, was du zum Film erzählt hast, in einem kleinen Versuch mal hier zusammenzufassen. Du sagst also mehr oder weniger, dass der Film nicht nur ein Beweis für die Tatsache ist, dass man auch ohne gescheites Drehbuch und oder schauspielerisches Talent trotzdem dick Potte machen kann, wenn auch nicht so viel wie vielleicht ursprünglich geplant, zumindest in deiner Analyse, weil die Zielgruppe ja nun mal den durchschnittlichen Intellekt eines vertrockneten Stück Brot hat und wahrscheinlich auch relativ wenig Geld, um sich den Film fünfmal hintereinander anzuschauen. Naja, das ist ja die Sache. Also ich kann jetzt natürlich, ich habe es ja natürlich nicht so live gesehen, weil halt recht wenig da drin gewesen sind. Aber nach den Meldungen, die ich eigentlich von diversen Foreneinträgen mal so zu dem Film gesehen habe, selbst in vollbesetzten Vorstellungen, also wo all die ganzen Fans drin gewesen sind, soll wohl eher Schweigen geherrscht haben. Es scheint wohl nicht so zu sein, dass das Klickvieh das jetzt alles einfach so schluckt und einfach nur lacht, weil irgendwie jemand da vorne herumhopst, den sie kennen. Vielleicht sind die dann doch nicht ganz so doof, als dass sie sowas wie Kartoffelsalat annehmen würden. Ist der Film quasi ein Mahnmal für das Jahr 2015? Wird man dann später mal hinaus mal sagen können, das war das Jahr, wo es angefangen hat, wo quasi deutsche YouTuber den Müll, den sie sonst ins Netz scheißen, zusätzlich auf die große Wand schmeißen und Genau, oder das ist ja? ja, das kann man so als Fazit, glaube ich, auch stehen lassen. Das ist das Problem an der Sache. Das Ganze vielleicht auf 10 Minuten heruntergebrochen, dann wäre das Ding vielleicht sogar gut, weißt du? Aber wir haben hier einen 80-Minuten-Film und damit ist es noch kurz. Und es zeigt sich wieder einfach mal so, dass YouTube-Videos und richtige Filme dann letztlich doch gänzlich andere Sachen sind. Nur weil jemand 5 Minuten lang vielleicht lustig in die Kamera grinsen kann und sich Frauenkleider anzieht und dann lustig ist, heißt das nicht, dass dieser Humor auf 90 Minuten, auf 18 Minuten gestreckt dann auch funktioniert. Das kann man hier ganz deutlich sehen. Ich meine, sie haben ja schon probiert, dem Ganzen vorzubeugen, also bösen Kritiken, indem sie ja schon mit Kartoffelsalat nicht Fragen gekommen sind und mit diesem Zielgruppenfilm plus in den Trailer damals diese Fake-Hater-Kommentare. Da wird gleich klar gemacht wurde, ja, nee, wir sind hier voll ironisch, wir wissen ja, dass wir Ah, wissen ja, dass sie scheiße sind. das ist aber so generell auch was, was alle großen YouTuber immer machen, so von wegen, damit kokettieren, dass sie ja Ironie verstehen, aber im Ja. Endeffekt tun sie es nicht. Nee, und das hat dieser Film ganz eindeutig gezeigt. Lange Rede, mittlerweile kurzer Sinn. Der Film ist schlecht. Wenn ihr einen schlechten Film erwartet, bekommt ihr das, was ihr haben wollt. Dann guckt euch diesen Kram gerne an. Wenn ihr allerdings etwas sehen wollt, was als Film durchgeht, also als wirklicher Film, Schaut Attack of the Trauma God. sogar der ist besser inszeniert. Echt? Ganz, ja, weil zumindest hat Attack of the Trauma God einige wirkliche visuelle Einfälle gehabt. Das kann man ihm nicht in Abrede stellen. Und relativ gut gemachte Effekte und so ein Kram. Ja, aber da hat irgend so ein Typ mitgespielt, den mochte ich überhaupt nicht. Ja, tut mir ehrlich leid, aber ich kann nichts dafür, dass Mitsika überall immer mal durchs Bild gehopst ist, ja? Also das ist ja nicht mein Problem. Ja, genau, der muss Und es sag jetzt gewesen nichts gegen sein. die Jungs, gegen die Damen und den Herren von der neuen Massenproduktion, Frank, ja? Wie sieht's aus? Wie tief ist die Messlatte? Ist sie so tief, dass es selbst die Lochis im Dezember nicht schaffen werden, das zu unterbieten? Oder denkst du, die Lochis, die setzen da sogar noch ein Fäkalhäufchen drauf, was intellektuellen Anspruch und Humor angeht? Überraschenderweise glaube ich sogar, dass der Lochis viel besser werden könnte, weil die nicht dieses verdammte Ding haben werden. Wir müssen hier so viele YouTuber wie möglich reinstopfen und versuchen hier irgendwas Fantastisches reinzubacken. Das wird vermutlich einfach nur eine dulle Bruderkomödie werden. Tatsächlich glaube ich am Ende, wenn es noch kommen sollte, werden die Jungs von Waititi noch das Beste abliefern, weil Ja, letztlich. aber ob da jetzt wirklich, ne, also die Aussage war ja, sie schreiben ein Drehbuch. Hast du Ja. da, ich meine, du bist ja hier per Du mit den ganzen YouTube-Stars. Du Ja. telefonierst ja quasi den ganzen Tag mit Ogü und TC und Melina und wie sie alle heißen. Hast du da schon was Neues erfahren? Kommt er jetzt bald? Ist er jetzt in der Produktionsphase? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das wird wohl auch nichts werden. Das mittlerweile, Waititi ist jetzt auch nicht mehr so prominent platziert wie noch, keine Ahnung, vor einem Jahr. So rein gefühlt, würde ich erstmal behaupten. Und demzufolge, ob jetzt so ein Waititi-Film so wirklich was reißen würde. Na, schauen wir mal. Also ich bin sicher, da kommt noch irgendwas. Ob es gut sein wird, ich glaube, das bezweifeln wir alle. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir wussten, dass Kartoffelsalat nichts wird. Wir wissen, dass auch der Lochis-Film
nichts wird. Und wenn von Waititi irgendwas kommt, ja, das wird halt nichts, ne? Ja, aber vielleicht, wenn sie zumindest wissen, wie man eine richtige Beleuchtung macht. Also, ja, das ist also so. Kann, was schon mal ein ziemlich großer Vorteil gegenüber von Kartoffelsack. Ah, das Ding ist auch echt inszeniert wie, weiß ich nicht, wie eine schlechte Episode von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Also, nee, mach mal eine Überleitung, weil... Ich mach mal eine Überleitung. Ich habe dich jetzt lang genug gefordert mit einem Thema, was dich nicht interessiert hat. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Jetzt reden wir mal lieber über etwas, was dich wirklich interessiert. Es ist nämlich soweit, RTL hat sich entschieden, die Einschaltquoten, die sind jedes Mal so grandios, so toll. Da müssen wir auch was im Sommer bringen, gerade im Sommerloch. Ich bin ein Star, lass mich wieder rein, heißt das neue Format, was jüngst auf RTL gestartet ist. Ehemalige Kandidaten des Dschungelcamps, sogar ehemalige Gewinner, also ehemalige Dschungelkönige und Königinnen, ziehen quasi ja in eine große Challenge, um einen Platz zu erringen im richtigen Dschungelcamp. Habe ich das so richtig verstanden, Kioma? Bestimmt, bestimmt. Ja, erzähl mal, was gibt es da für Scoops, was gibt es für Insider? Du bist ja quasi wieder direkt an der Quelle. Werner Böhm ist ja hier, der geht ja bei dir ein und aus. Dustin Semmelrogge ist ein persönlicher Freund von dir. Ja. Mit Costa Cordalis, den bist du ja schon mal hier quasi als Groupie durch ganz Deutschland gefolgt. Hör mir bloß auf, hör mir bloß auf mit diesen drei Leuten, ja. Ich krieg die nicht mehr aus, vor allen Dingen hier, Gott, die Bände halten, ne? Das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Dann, wenn der hier einfach mal in der Tür steht, in seinem alten hier karierten Jackett und diesem Gummihuhn, ich würde ihn ja normalerweise abweisen, aber wenn er dann anfängt und so traurig anfängt, Polonaise, Blankenese anzustimmen, Frank, ich bin auch nur ein Mensch, ja? Ich habe auch ein Herz, da lass ich ihn mal rein, dann koche ich ihm eine Suppe und sowas in der Richtung. Ich habe mir auch gesagt, Gottlieb, ne? Er will mit Gottlieb angesprochen werden. Gottlieb, pass mal auf. Also außerhalb von stinkenden Dschungeltieren wirst du eh nichts mehr. Demzufolge mach mal lieber mit bei der Sendung. Und deswegen ist er jetzt auch dabei. Der wollte erst gar nicht. Auch dabei ist Nadja Abdel Farag. Wir wissen, das ist eine deiner Ex-Freundinnen. Hast du mit ihr noch Kontakt? Hast du mit ihr vorher gesprochen, bevor das Format gestartet ist? Wollte ich, aber mittlerweile ist sie so doof geworden, dass sie eigentlich nur noch unartikulierte Laute aussprechen kann. War ein sehr einseitiges Format. Ich habe es vor dem Studio abgestellt und wünsche ihr alles Gute. Carsten Spengemann, Willi Herren, Barbara Engel, zu der ich gerade gar kein Gesicht habe, während ich hier die Namen runterlese, Eike Immel, Julia Biedermann ist auch wieder dabei, Christina Mausi-Lugner, Ingrid van Bergen. Zu Ingrid van Bergen hast du ja, glaube ich, hast du mir mal irgendwann im Vertrauen erzählt, sowas wie eine Enkel-Sohn-Oma-Beziehung, oder? Nee. Frank, tut mir ehrlich leid, das hast du verwechselt. Das ist damals der Alex gewesen. Ah, sorry. Porno Peter Bond ist auch wieder dabei. Sarah Knappig, Mathieu Carrier. Wie spricht man aus? Mathieu Carrier. Ja, Französisch hatte ich immer 5 oder 6. Jay Kahn, Brigitte Nielsen, auch mal eine Affäre mit dir gehabt, schon etwas länger hier her. Ailton, Michaela Schäfer, ne? Meine Ex-Freundin, man muss es mal zugeben, ne? Joey Heindle, Georgina Bülowius, hat die nicht auch mal einen Künstlernamen gehabt? Georgina Fleur hat die sich doch damals genannt. bitte? Pip. Ihr Künstlername war Pip. Wieso denn gerade Pip? Warum und was nicht? Machst du mit deinem Mikrofon? Nichts. Michael Wendler ist wieder dabei. Das war ja quasi einer der Dschungelcamp-Kandidaten der Vergangenheit, der am längsten durchgehalten hat. Also ein echter Tough Man sozusagen. Melanie Müller, Gabriella Gabby, Christina della Medarine. Also zusammengefasst, die gesamte Bundesrepublik ist dabei. Nein, wir sind fast durch, Geoma. Angelina Heger, Sarah Kulke und jetzt halte ich fest, dein Cousin Walter Freiwald. Oh, das war schön. Hast du mit ihm nochmal telefoniert wenigstens? Hast du ihm ein bisschen Glück gewünscht? Hast du gesagt, Junge, diesmal reißt du es, wenn du schon nicht Bundespräsident wirst? Jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, will er mir was verkaufen.
Und das ist mit der Zeit recht anstrengend. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl von Käsereiben hier haben. Irgendwann reicht es. In insgesamt 9 Live-Shows inklusive Finale treten immer 3 ehemalige Kandidaten in einer Camp-Staffel gegeneinander an. Und diese Dreierteams müssen zum einen Missionen in verschiedenen Städten bestreiten, zum anderen im Studio vor Live-Publikum Aufgaben meistern. Dass die im Vorfeld aufgezeichneten Missionen nicht ganz ungefährlich sind, mussten schon ein paar Promis schmerzlich erfahren. Ja, das hat man in den letzten Tagen ja über gängige, seriöse Medien wie die Bild-Zeitung erfahren. Michael Wendler brach sich die Hand und Carsten Spengemann trug Prellungen davon, schreibt hier das Fachmagazin, in dem Fall ist es web.de. Du wirst ja natürlich wieder jede Folge schauen und uns spätestens in der kommenden, nächsten Ausgabe der Isolierstation dann dein Resümee dieser Sommerstaffel vom Dschungelcamp, diesem Special Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein. Wie wären dann eigentlich die Abkürzungen? Sonst war es ja immer, naja gut, ist wahrscheinlich immer noch Ibis. Man hat ja den Teil sonst weggelassen, weil sonst wäre es ja Ibis. Ist das der offizielle Hashtag? Ich bin jetzt hier gerade völlig raus, Frank. Ja. Ja, dann sind wir wohl so gut wie raus, Keoma. Ja. Ja. Gibt es noch etwas, worüber du reden möchtest? Landesverrat oder sowas? Hast du da irgendwie, ne? Nee, Frank, du, da, bevor wir, denn am Ende kommen wir noch in den, in das Visier des Verfassungsschutzes. Mhm. Du weißt, all die Leute, die hier, also die ganzen Moderatoren und Moderatorinnen, die im Laufe der, wir können es jetzt offen sagen, nicht wahr? Die ganzen Moderatoren und Moderatorinnen, die uns im Laufe der Zeit hier abhanden gekommen sind, die sind ja quasi nach Guantanamo verschifft worden und werden jetzt dort gefoltert. So von 301 recht. Plus. Die YouTube-Software. Ja. Ich sag nur mal im Berg. Ja, genau. Was willst du dazu sagen? So, zum Thema Google Plus wird von YouTube getrennt. War immer eine Totgeburt. Es gibt also, immer noch Leute, es gibt vereinzelte Dummdödel, auch gerade aus Düsseldorf, die Google Plus weiterhin für die tollste Erfindung seit Toastbrot halten. Das können sie ja gerne machen. Da können sich ja die 2, 3 Leute, die sie da bei Google Plus auch noch haben, können sich ja gegenseitig immer wieder versichern, wie toll es ist, dass sie gerade auf Google Plus labern. Aber im Kern, Google Plus ist doch gescheitert. Ich kenne keinen Menschen, der wirklich sagt, ich nutze Google Plus. Alle sagen Facebook. Und das Ganze, und dieser Zwang damals, Google Plus und YouTube zusammen zwingend voneinander abhängig zu machen, ist ja nie beliebt gewesen, hat sich anscheinend auch nicht durchgesetzt, so wirklich, und demzufolge, ja, es wird auseinandergenommen, was nie zusammen gehört hat, so wirklich. Insofern ist halt so. Zum Finale, zum Abschluss der heutigen Sendung, singst du uns noch ein kleines Lied? Nein. Warum denn nicht? Mach ich nicht. Tja, dann war das die Mutter der Schwester einmal mit investigativem Journalismus Beischlaf verübte. Ich bin, war und werde es immer sein, der Frankster und der Herr, der jetzt etwas zickig rumkokettiert hat, weil man ihn nur um einen klitzekleinen musikalischen Gefallen gebeten hat, war Keoma 02. Wir hören uns in einer der nächsten Ausgaben hoffentlich wieder. Ich sag bis dahin Tschüss und gebe die Endworte wie früher in alten Zeiten an Keoma, der gerne noch monologisieren darf. Nö, nee, mach da nicht. Kannst du jetzt knicken, nachdem du mich zickig genannt hast. Tschüss. Ja. So. Harte Arbeit, Feierabend, jetzt geht's ab nach Haus. Ich setz mich an den Rechner und rufe Twitter auf. Ich durchforste meine Timeline, ist es schon so weit? Ich kann es kaum erwarten, es ist doch höchste Zeit. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ich höre sonst keine Podcasts, die sind doch alle Dreck. Doch die Isolierstation, ich komm davon nicht weg.
Ich komm da nicht von runter, ich bin infiziert. Ich brauch die neue Folge jetzt sofort bei mir. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Siehst du? Großartig, Frank. Jetzt können wir die Sendung völlig vergessen, weil du copyright-geschützte Soundclips genommen hast von Goofy und von Godzilla. Können wir alles nochmal neu aufnehmen? Ach, leck mich doch.